Es ist schon ein schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Kann man ein Videogame für Flüchtlinge machen? Oder? Das ist von Anfang an extrem lang gezögert. Gleichzeitig, wenn man die Bilder sieht von den Flüchtlingen, die sind dann alle in ihrem Bunker oder Unterkünften, iPad in der Hand, iPhone in der Hand oder was auch immer. Und das ist vielleicht doch die richtige Art, um sie zu erreichen. Also im Spiel beginnt man hier am Lindenhof und man kommt zuerst ein paar Informationen zu der Stadt über und wird dann aber ziemlich schnell konfrontiert mit der Tatsache, dass Frau Münster verschwindet. Und die Aufgabe ist dann, das wieder zu erstellen. Also das Rätsel lösen wir dann eigentlich, um es dann wieder aufzubauen. Was aber passiert ist, dass es ersetzt wird mit einer Baut aus Kiew, die dort eine wichtige Funktion hat. Und so wird eigentlich wie eine Verbindung hergestellt aus der neuen Welt, wo jetzt die Leute wohnen und der alten, wo sie herkommen. Bei dem hilft, setzt man sich halt mit Zürich auseinander, mit wichtigen Gebäuden, die es da gibt. Und ich glaube, der beste Punkt wäre, wenn nachher die Spieler auch, wenn sie in Zürich sind, sagen, oh, ich will das wirklich mal in echt sehen und an die Orte hingehen und so die Stadt kennenlernen. I would say that on the beginning it was a little bit painful to work with this project as a Ukrainian person. It was painful from different aspects, but at the same time, that is why it was important. Now, when it's almost ready or in development, this project, when I tested it, I recognized that it's really important through this project to show people how similar we are through our cities. Normalerweise im Spiel tut man eigentlich den Hintergrund nicht wirklich wahrnehmen. Und bei unserem Spiel ist natürlich die Architektur im Mittelpunkt. Oder? Also man muss bewusst hinschauen, man muss bewusst wahrnehmen. Also die ganze Aufmerksamkeit ist auf die Gebäude ausgelegt. Und natürlich auch die Art und Weise, wie man durch die Stadt geht und plötzlich die Stadt mit einem anderen Gebäude wahrnimmt. Was macht das aus? Oder? Was bedeutet, wenn jetzt da statt der Frau Münster die St. Andreaskirche aus Kiew da ist? Das führt alles dazu, dass der Spieler das viel bewusster wahrnimmt als normalerweise. Die größte Challenge war, ich würde sagen, es gibt zwei. Die eine war, das Gameplay konstant interessant zu machen. Es ist sehr wichtig, dass halt immer was da ist, was man machen kann, dass es nie irgendwas gibt, wo man einfach nur rumläuft und sonst nichts macht. Und das andere war, die Welt gut zu integrieren. Im Endeffekt nehmen wir natürlich einen großen Teil der Zürcher Innenstadt und tun sie dann einfach auf dem Handy. Und das ist ziemlich groß. Und das dann einfach so zu machen, dass es gut läuft und dass es schön aussieht, war eine rechte Challenge, aber ich finde, das haben wir im Endeffekt recht gut hingekriegt. Ich würde mir eine Diskussion wünschen. Einmal einfach die ethische Dimension, aber natürlich eben auch vielleicht eine Rückmeldung von der Zielgruppe. Und ich meine, das Schönste wäre natürlich, wenn der eine oder die andere sagt, dass das Game wirklich geholfen hat, etwas erreicht hat. Das wäre eigentlich das Schönste, was passieren könnte.